Ich kann nur sagen, im Sommer wird sich viel ändern. Ich dachte wirklich drüber, ich höre auf zu fahren. Oh mein Gott, Digga, ich bin hier ganz falsch. Ja, ich bin wieder back. Ich bin am Start, Leute. Da ist das Bike. Ich habe das jetzt noch nicht einmal angemacht. Also dieses Jahr, das wird jetzt das erste Mal sein. Batterie ist noch am Start. Walla billa, ich schwöre bei alles. Ich habe es dieses Jahr nicht einmal angemacht. Ich habe nicht erwartet, dass sie sofort anspringt. Ich fahre es mal ein bisschen weg von der Wand. Das habe ich jetzt echt ohne Spaß. Ich dachte, das dauert länger und ich kann das strecken, aber okay, dann halt nicht. Ja, Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es, ihr wisst, blendend. Amanaquem. Ja, viel hat sich verändert über den Winter. Dazu komme ich dann gleich, sobald wir auf den Streets wieder unterwegs sind. Draußen ist übrigens schon dunkel. Also, als ich losgefahren bin, war es noch hell. Jetzt nicht mehr hell. Boah, Bruder, ich bin immer noch erstaunt, dass das Ding angeht, auch zum ersten Mal. So, und jetzt muss ich hochkommen, ohne runterzufallen. Glaubt ihr, ich schaffe das? Ja, YouTube, wir sind wieder unterwegs, Brudi. Es ist so ein geiles Gefühl, wieder auf dem Bike zu sein. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, Mann. Also wirklich, Bruder, es ist so geil. Ich freue mich. Ja, es gibt ein paar Sachen zu besprechen, YouTube. Was hat sich jetzt verändert? Bei mir zeittechnisch, letztes Jahr war ja schon eigentlich komplett Katastrophe, was Motorradfahren angeht. Dieses Jahr sieht nicht besser aus, bin ich euch ehrlich. Ich werde mich dran hocken, dass wirklich mehr Videos kommen, auf jeden Fall. Also ich will ein Video die Woche, will ich irgendwie versuchen durchzuboxen, Mann. Weil letztes Jahr, das war echt nicht gut, Mann. Da habe ich vielleicht, was weiß ich, Digga, 15 oder 20 Videos das ganze Jahr über hochgeladen. Wenn man so bedenkt, das erste Jahr habe ich 3 Videos die Woche gemacht. Außerdem, ich hatte eigentlich noch ein Video aufgenommen. Also das letzte Video, was ihr gesehen habt, war nicht das letzte, was ich aufgenommen hatte übers Jahr. Ich bin danach ja noch ein paar Mal gefahren. Ich hatte halt null Motivation, was zu drehen. Das hatte viel mit der Arbeit zu tun. Danach kam auch noch was Privates dazwischen, was mich dann halt komplett so... Da hatte ich gar keinen Bock mehr, wirklich. Und das letzte Video habe ich dann auch gelöscht, ja. Also ich habe angefangen zu cutten und ich so, ich habe gar keine Lust jetzt gerade drauf. Ich brauche einfach gerade ein bisschen Me-Time sozusagen, ne? Wo sich halt alles dann ein bisschen beruhigen kann. Und habe ich es einfach komplett gelöscht, weil wenn ich jetzt nach 2 Monaten das Video aufmache, Bruder, ich habe keine Ahnung, was ich da gelabert habe. Digga, das ist ja schon, wenn ich das Video nach 2 Tagen aufmache, habe ich schon keine Ahnung, worum es hier geht. Und jetzt muss ich vor, schon nach 2 Monaten, Digga, ich mache das auf. Ich habe gar keine Ahnung, worum es da ging. Aber ja, dieses Jahr hoffentlich wird alles besser. Es ist jetzt ein bisschen hart. Im Sommer könnte es sein, dass es einen sehr, 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 sehr großen Wechsel noch gibt. Aber ich will da jetzt nichts ankündigen oder so. Weil immer, wenn ich irgendwas ankündige, dann kommt es halt nicht, Digga. Ich kann nur sagen, im Sommer wird sich viel ändern. Entweder in die Richtung oder in die andere Richtung. Oder was heißt in die Richtung, in die andere Richtung? Es stehen 2 Optionen im Sommer offen. Und für eine von diesen beiden werde ich mich entscheiden. Was es ist, werdet ihr dann erfahren, werde ich safe berichten, Digga, weil es eigentlich echt sau cool ist. Aber ich will dir jetzt nichts vorwegnehmen. Ansonsten gibt es noch eine Sache, über die ich berichten kann, aber das werde ich mir aufheben für das nächste Video. Ich sag's ganz kurz, ich habe vor ziemlich genau 1 Jahr angekündigt, dass ich ein Video zu meinem Auto machen werde. Spoiler, ich werde dieses Video nicht machen, ne? Das hat aber ganz andere Gründe. Dumme Gründe. Sehr, sehr dumme Gründe hat es, warum dieses Video nicht kommen wird. So, was machen wir jetzt? Wir machen einmal das ganz klassische OKF, also Ortskontrollfahrt. Einmal durch die Leopold durchschauen, was abgeht und dann nach Hause. Es ist so geil. Es ist nicht normal, Mann. Bruder, das kann doch nicht sein, Mann. So, ich bin euch ehrlich, falls irgendein anderer auch Motorrad fährt, Digga. Ihr hattet das safe schon mal, dass ihr euch auf euer Bike setzt. Vor allem, wenn ihr es daily fahrt, so wie ich. Ihr setzt euch drauf, fahrt. Und dann denkt ihr euch während des Fahrens so, Bruder, warum habe ich mir ein Bike geholt eigentlich so? Es ist halt, ja, es wird halt einfach normal so. Aber ein Auto wäre halt einfach schlauer, finanziell sinnvoller, würde wahrscheinlich sogar weniger kosten, wenn man sich was Richtiges holt und praktischer. Und ich war ja auch schon da. So manchmal, dass ich wirklich so darüber dachte, so Bruder, soll ich einfach aufhören? Ich dachte wirklich drüber, ich höre auf zu fahren, weil es halt einfach keinen Sinn macht, sage ich mal, okay? Aber dann sitzt du hier drauf, Digga, nach 2, 3, 4, ich weiß nicht, wie lange es her ist, Monaten, ne? Und du denkst dir nur, nee, 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 auf gar keinen Fall, Digi. Auf gar keinen Fall wird das aufgegeben. Ganz zu schweigen davon, dass halt Stau nicht existent ist für dich. Ach ja, das erinnert mich zurück halt vor 1 Jahr, dass ich wirklich jeden Tag eigentlich diese Strecke gefahren bin nach Hause. Was schön,
Das ist sehr, sehr schön. Boah, ich glaube, die ersten Tage werde ich nur zur Rushhour rumfahren, einfach um filtern zu können. Einfach, weil ich es vermisst habe, Digga. Ah, und noch eine Sache. Ich habe mir jetzt Vollbart wachsen lassen über den Winter. Einfach, weil, warum sollte ich ihn abmachen, so? Bruder, also an alle Leute, die mit Bart fahren, mein tiefsten Respekt, das ist ja der größte Abfuck, den es gibt, oder? Also, uff, ich hoffe auch, dass die Tonqualität jetzt nicht ganz so schlimm ist. Ich muss halt mit Mundschutz jetzt machen, weil ansonsten, es tut halt weh, den Helm abzuziehen, wenn du ohne, nicht Sturmhaube, aber ihr wisst schon, was ich meine, diesen Mundmaske, keine Ahnung, diesen Schal halt. Ohne den, Bruder, das ist ja verloren, einfach instant lost. Mit dem Schal, Bruder, Bart ist jetzt überall, gefühlt mein halber Bart steckt bei mir im Mund fest gerade. Ekelhaft. Okay, so schlimm ist es nicht, aber ich schätze, jeder, der Bart hat, weiß, was ich meine. Ich hoffe auch, dass die Quali jetzt wirklich nicht zu sehr drunter leidet, dass ich so halt rede. Aber fürs nächste Mal, Bruder, Bart ist ab. Safe call, Bart ist ab, Mann. Ich weiß zwar, wenn ich ihn jetzt abmache, sehe ich halt instant aus wie ein Zwölfjähriger. Aber trotzdem, ach, die wollen alle hier links hin. Der gibt's da was umsonst oder was? Ach, Blinker gibt's nicht, weißt? Nee, gibt's nicht. War das Polizei? Ups. Hoppla. Digga, da steht dieser Ding drin. Von Will.i.am, der AMG. Will.amg. Fährst du? Darf ich vorbei, oder? Ich glaube, ich bin voll in die Kolonne reingerutscht, Digga. Ich glaube, das ist nicht so gut, dass ich in der Kolonne drin stecke. Bruder, was ist jetzt da vorne los? Darf ich hier weiterfahren? Davon. Digga, was geht hier ab, Mann? Wer ist ein 101-Botschafter, Bruder? Das weiß ich auch nicht. Oh mein Gott, Digga, ich bin hier ganz falsch. Bruder, ich bin hier so, Digga, es sind überall Botschafterkennzeichen, überall Blaulicht, das ist nicht normal. Naja, YouTube, ich denke, es passiert nichts mehr, weil wir sind jetzt eigentlich da vorbei, wo alle hinwollen. Bruder, komplettes Verkehrschaos, deswegen ausgebrochen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, ihr wisst schon, was zu tun ist. Wenn es euch nicht gefallen hat, hat es euch nicht gefallen. Wir sehen uns hoffentlich jetzt regelmäßig wieder und bis dahin, yalla.